Das war der falsche. Meiner ist älter. Hast du dich schon für Playboy ausgezogen? Nee, heute kann man ja. Mit Sicherheit. Aber dich hat man aber nicht gefragt. Interessant und ganz besonders spannend, wenn es Personen sind, die man eigentlich in diesem Genre erstmal nicht vermutet. So Unterhaltungskünstler ja, aber die Seriosität der, sagen wir mal, nackt moderieren. Ja, vielleicht haben wir dann noch. Immer hier arbeite nachts um 22:15. So. Die kommen ja um 18 Uhr, da muss man reinschauen. Musiziert. Ich möchte da was loswerden. 20,5% Marktanteil haben wir. 20,5% Marktanteil, was? Wo in der. Ja. Das. Meine so. Geige. Eine Geige. Du hast Geige gelernt? Ja. Das sagt man doch beim Geigern, oder? Ja, ich muss im Stehen spielen und vor allem, du hast ein bisschen, und vor allem das, was ich vorbereitet habe, weil ich meine, das war jetzt gerade irgendwas. Ja. Ja, also das ist du ja hast in der Probe, ich habe das gesehen, hast du. Du meinst, das habe ich antrainiert. Ja. Das ist mir abgeguckt, alles abgeguckt. Das Posing ist mittlerweile, finde ich, auch bei Geigern. Das ist total wichtig geworden. Ja, ich glaube, es dauert keine 5 Jahre mehr, dann gibt es auch Luftgeigen. Ja, ist gut. Ja. War gut. Leg mal los, was hast du vorbereitet? Also, einfach, ich weiß gar nicht, es ist. Ich Blaus, ich meinte. An der Nordseeküste. Okay, alle. Am plattdeutschen Zandbau, du fängst an. Nochmal. Oh, das ist super. Schlecht. Wirklich, das haben wir alles nicht geübt. Das ist sehr gut. Das ist sehr Geige, gut. Ja, da hast du recht, Geige. Das spricht für musikalisches Verständnis, da spielst du ohne Noten, ungeübt, aus der, locker aus der Hüfte. Aus der Hüfte raus. Ja. Ja. So, was hast du denn vorbereitet?